Ja, Leute, in diesem Video erzähle ich euch die Geschichte von einem Schüler, der in einer Mitschülerin verliebt war und sich in dieser Schule an einem Montagmorgen das Leben genommen hat. Ob diese Geschichte natürlich den Tatsachen entspricht oder ob die frei erfunden ist, müsst ihr für euch selber entscheiden. Ja, Leute, heute sind wir in einer verlassenen Schule. Aber hier wird schon lange niemand mehr unterrichtet. Hier riecht es nur noch nach Taubenkot und nach altem Modder. Lange saßen in diesem Raum keine Schüler mehr. Warum diese Schule geschlossen worden ist, könnte ich euch gleich erzählen. Schaut mal, wie schön der Ausblick ist. Wir haben strahlend blauen Himmel. Und in diesem Raum herrscht eine gespenstische Stille. Die Einsamkeit, die Verlassenheit und die Stille beherrscht dieses Gebäude an einem sonnigen Montagmorgen. Es ist 8 Uhr, als die Schulglocke läutet. Wir gehen den Gang entlang und begeben uns in den Raum, ich denke mal, für Naturkunde. Hier stehen noch die alten Schränke. Also ich glaube, das war der Raum für Naturkunde. Es kann aber auch sein, ja, dass es ein Physikraum war. Aber hier findet man auch noch ausgestopfte Tiere. Ich weiß nicht, was das mal war. War das ein Adler? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, wie lange das Tier hier schon so auf dem Pult steht. Auf jeden Fall ist die Schule schon seit längeren Jahren verlassen. 2007 steht auf einem Zettel. Also denke ich, dass dieses Gebäude seit 2007 geschlossen ist. Dies deckt sich auch mit dem Zeitungsartikel, den ich im Internet in der örtlichen Presse gefunden habe. Oft sind die Schüler hier die Treppe hinaufgegangen. Diese Treppe spielt in meinen Erzählungen gleich eine ganz große Rolle. In diesem Treppenhaus hat sich im Jahr 2007 ein Drama abgespielt. Hier in dieser Schule hat sich ein Drama abgespielt. Hier wurde viel gebastelt. Reptilien, Spinnen, Schmetterlinge wurden hier gebastelt. Auch Autos gab es hier. Es war bestimmt eine Grundschule. Auch hier ein Kreuz an der Wand. Es sollte die Schüler eigentlich beschützen. Hier noch ein verwaister Klassenraum. Auch dieser Klassenraum wurde 2007 einfach verlassen. 2007 war das Ende der Schule besiegelt. Heute sind hier nur noch Tauben zu Hause. Es ist schon komisch, wenn man die einsamen Gänge, die einst mit Leben gefüllt waren, an diesem sonnigen Tag entlangläuft. Früher gab es hier einen hohen Geräuschpegel. Das ist längst vorbei.
In dieser Klasse waren 30 Kinder. Von diesen 30 Kindern waren 16 Jungen und 14 Mädchen. Die Tafel ist frisch geputzt. Die Fenster sind geputzt. Und die toten Vögel liegen einfach so auf dem Schreibpult. Das war der Klassenraum der 7b. In diesem Klassenraum gab es einen Jungen mit dem Namen John. Er war verliebt in ein gleichaltriges Mädchen aus der gleichen Klasse mit dem Namen Katie. Freitags ging es los. Der große Bus hielt vor der Schule und alle Schüler stiegen kichernd in den knallroten Doppeldeckerbus. Auf ging es ans Meer. Lediglich 2 Stunden waren sie mit diesem Bus unterwegs. Als sie ankamen, brachten sie ihre Sachen in die nahegelegene Jugendherberge. Es war schon spät an dem Tag. Deswegen gab es Abendbrot und die Schüler gingen so gegen 18 Uhr in ihre Betten. Die Woche verlief eigentlich reibungslos. Die Kinder hatten Spaß, sie gingen schwimmen und es gab keine besonderen Vorkommnisse. John und Katie kamen sich näher. Das Problem war, dass Katie bereits einen Freund hatte. Wieder zu Hause angekommen, war der junge Bursche bis über beide Ohren verliebt in Katie. Ist auch noch ein Klassenraum, ne? Guckt euch das mal an. Wie schön das eigentlich war, ne? Mit den großen Fenstern, sehr viel Lichteinfall. Einfach eingerichtet, aber doch schön gemacht. Montagsmorgen um 8 klingelte die Schulglocke. Die Klassenfahrt war vorbei. Katie und John liefen sich über den Weg. Katie tat aber so, als wenn sie den jungen Mann nicht gesehen hätte. Denn ihr Freund war in der Parallelklasse. Das durfte natürlich nicht herauskommen, dass im Endeffekt die beiden auf der Klassenfahrt ein Verhältnis hatten. Also ging sie ihm aus dem Weg. Niemand hätte damit gerechnet, was an diesem Tag in dieser Schule passiert ist. Niemand, aber auch niemand hätte damit gerechnet. Auch hier ein Raum mit einer modernen Tafel. Also ich habe ja schon viele Schulen gesehen. Ich war letztens auch mal in so einer leerstehenden Schule. Aber die ist eigentlich cool, weil hier nichts kaputt ist. Hier ist alles frei von Schmierereien und alles frei von Vandalismus. An diesem Morgen ging ja die Treppe hinauf. Genau diese Treppe war es. Hallo? Er schaute ein letztes Mal aus diesem Fenster über die Dächer und sah den blauen Himmel. Es war das letzte Mal, dass er aus diesem Fenster schaute. Hier stand er morgens um 10 nach 8, schaute hinunter und was er dann tat, er stieg über das Geländer
und stürzte sich genau zwischen den Treppenaufgängen in die Tiefe. Es gab einen lauten Schrei, einen lauten Knall. Und der junge Mann erlag noch am selben Tag seinen Verletzungen. Eine Blutlache ergoss sich über die blank gewienerten Fliesen. Alle standen unter Schock. Sofort wurde die Schule geräumt. Alle Schüler wurden nach Hause geschickt. Und die Schule wurde an diesem Tag geschlossen. Niemand aber wollte mehr in dieser Schule unterrichtet werden. Die Eltern nahmen die Schüler von der Schule, sodass immer weniger Schüler hier angemeldet waren. Zu guter Letzt wurde diese einst wunderbare Schule vom Schulamt geschlossen. Boah, ich mag es eigentlich total, durch verlassene Schulen zu gehen, ne? Auch wenn da jetzt nicht mehr so viel drin ist. Aber ich finde das immer wieder irgendwie, keine Ahnung, es hat was. Am schönsten finde ich die hellen Gänge mit den großen Fenstern. Wenn sich nicht hier so ein trauriges Ereignis abgespielt hätte, ja, wäre die Stimmung in diesem Gebäude eigentlich nicht so bedrückend, wie sie eigentlich ist. Hier seht ihr auch noch einen schönen Klassenraum mit ein paar Tischen. Wir sind jetzt fast im Erdgeschoss. Überall stehen noch alte Tafeln rum. Ein alter Besen und alte Relikte aus der Vergangenheit. Aber was ich euch jetzt zeige, das verstehe ich nicht ganz, was das in einer Schule zu suchen hat. Ob das vielleicht der Andachtsraum für den Jungen war, der sich die Treppe hinuntergestürzt hat. Guckt euch das mal hier an. Hier hängt noch eine Karte von Amerika. Und einzelne Skulpturen, die wahrscheinlich die Schüler noch gebastelt haben. Selbstgemalte Bilder und verschiedene Namen stehen hier drauf. Was das für eine Bedeutung hat, kann ich natürlich heute nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Aber es ist schon komisch. Das ist auch schön hier, ne? Der Innenhof. Zwar verwildert, aber ich denke mal, als das noch alles in Schuss war, boah, das war richtig schön, ne? Richtig schön hell bei schönem Wetter. Ja, konnte man hier echt schön sitzen, wahrscheinlich in der Pause. Und die Sonne genießen, ne? Ja, hier befinden sich auch noch viele, viele Stühle aus den Klassenräumen. Das haben die damals alles rausgeräumt, übereinander gestellt und niemand hat sich mehr darum gekümmert. Hier hat kein Schüler mehr Platz genommen. Kein Lehrer hat hier mehr unterrichtet. Ihr müsst euch das vorstellen. Die Schule in diesem kleinen, beschaulichen Ort wurde einfach geschlossen. Und die damaligen Schüler wurden einfach auf andere Schulen verteilt. Das war die ehemalige Schulküche. Hier wurde unter Anleitung das Kochen gelernt. Hier wurden leckere Gerichte zubereitet. Jedes Team hatte einen Ofen. Jedes Team hatte seine eigene Kochecke. Das kenne ich noch aus früheren Zeiten. Ich habe den Kochunterricht geliebt, weil da gab es immer was Leckeres zu essen. Das gehört mittlerweile auch der Vergangenheit an. Ja, Leute, die damaligen Schüler haben einen Andachtsraum gebaut, für den Mitschüler, der sich von der 5. Etage im Treppenhaus in die Tiefe gestürzt hat, aus Liebeskummer.
Das haben seine Mitschüler gebastelt. Jeden Tag wurde eine Kerze angezündet. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Ein Schicksal eines jungen Menschen, der eigentlich sein Leben noch vor sich hatte. Ja, Leute, das ist das Ende des Videos. Wir beenden das in diesem Raum, in diesem Andachtsraum, den die Schüler gebaut haben für ihren toten Mitschüler. Seitdem, seit 2007, ist diese Schule geschlossen. Auf der rechten Seite könnt ihr mich abonnieren und auf der linken Seite seht ihr das nächste Video. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Macht's gut.